Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Total War 2 mit den Spartanern. Und letztes Mal haben wir hier eine fette Schlacht geschlagen. Sind mit der Armee wieder zurück, weil wurde einfach besetzt. Moridunum, genau, weil da keine Garnison war, also noch keine. Deswegen mussten wir zurück, was eigentlich gar nicht so schlimm war, weil wir dadurch die Fraktion dann vernichtet haben. So, der hat sie da jetzt eingenommen. Nicht ganz so gut, aber auch gar nicht schlecht. Also, ist eigentlich wurscht. So, da werde ich mal hier zwar. Ja, insgesamt 4, ne? Und dann werden wir das auch einnehmen. Genau. Hier, das haben wir gemacht. Genau, hier müssen wir halt schauen, dass wir nicht so eine Runde mit denen noch überleben, wobei der jetzt eigentlich keine Armee mehr hat, um die anzugreifen, was eigentlich auch sehr, sehr gut ist. Die 501. hat was bekommen, das ist sehr, sehr schön. Bonus, Wohlstand, Loyalität. Okay, Moral brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Die großen Spartaner, ja, wobei 2 Moral, warum nicht? Verstärkungsrate ist gut. Da ist immer noch Kavallerie. Okay, gut. Nächste. Genau. Was ich letztes Mal. Dies ist ein Zeichen erreichter Einigung und weiteren Kommen. Seleukiden. An sich. Gold ist ein Geschenk, das viele zu schätzen wissen und wir. Okay. Seleukiden will ich noch eine Runde warten oder 2, 3 Runden warten, weil die haben mir ja quasi den Krieg erklärt, beziehungsweise die haben es gibt eine die haben die das Abkommen mit uns ja gebrochen, weil wir mit Galatien Krieg angefangen haben. So, ja, nun, das wird eine relativ unattraktive Schlacht, aber schauen wir mal. Die haben, glaube ich, keine Speere. Also, Speerkämpfer haben keine Speere. Nee, die haben, glaube ich, keine. Die haben, glaube ich, keine. Wurfspeere, meinte ich. So. So, ich will versuchen, den General so schnell wie möglich zu töten. Und ja. Einfach so viele Schiffe zu versenken, wie möglich ist. Eines unserer Schiffe wird geentert. Und das finde ich mega, mega, mega nervig immer. Wenn ich die ramme, wieso können die. Unser General wird angegriffen. Wieso können die mich dann entern? Das sollte echt verboten werden. Weil das. Ich ramme die doch. Ja, und die wanken jetzt. Ach, das ist doch alles einfach nur nervig. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja, das ist ja. Ein schändlicher Angriff. Ja, dann gehe ich halt jetzt nur noch. Ja, da auch. So. Und jetzt wird der auch wieder wanken. Ah, doch nicht. Wow.
unserer Schiffe wird geentert. Ja, so schaffen wir es natürlich nicht. Ach, da ist auch noch eins. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wie könnten... Ach, das ist doch Bullshit. Also ganz ehrlich, das... Ach, aber egal. Egal, dann hole ich sie mir halt hier. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Schnauze. So. Hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, wahrscheinlich können die das dann machen, weil sonst ja, wäre es zu einfach für mich. Ja, dann komm mal. Okay, das habe ich irgendwie wahrscheinlich verdrängt, dass die das machen können. Aber ja, wenn die jetzt ja, an sich habe ich jetzt auch keine Chance mehr. Also die einzige Chance für mich war wirklich mehr mit den warte, nee, ich muss das irgendwo anders machen. Ich darf nicht in offener Schlacht mit denen sein. Das war auch quasi meine einzige Chance, würde ich jetzt mal sagen. So. Warte, die tauschen mal den Platz. Gut, ja, ist natürlich sehr nervig, aber okay. Und das ist auch sehr, sehr ärgerlich, dass die hinten rum sich schleichen. Jetzt mega Problem. Was? Sind sehr demotiviert. Was auch irgendwie verständlich ist. So. Fang mal an, die zu bedrängen. Okay, das ist sehr gut, dass sie jetzt schon wanken. Sehr schön. Und vor allen Dingen, die sind jetzt wirklich weg. Gut. Das ist sehr, sehr wichtig oder war sehr wichtig. Ihr unterstützt die. Und mit denen versuche ich mal durch den Schlitz hier zu kommen und die dann einzukesseln. Schade, dass die nicht auch hier drin sind, weil dann wäre das sehr viel einfacher. Beziehungsweise dann wäre es jetzt schon vorbei. So, ihr greift die da an. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten.
spartanische Piken! Ah. Gut, haben wir es ja doch noch geschafft. Uiuiui. Aber das mit den Schiffen war. Ach, das war mehr als nur ultra nervig. Ah ja, das. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass mich das schon damals aufgeregt hat. Okay. So. Funny, ja. Funny, jetzt ist ja der kurz vor dem. Also noch eine Runde gewartet und ja. Wäre auch noch mal besser geschützt gewesen. Okay, der geht jetzt in Richtung Iska. Ich glaube, Iska hole ich mir dann auch. Wirtschaft in, das ist nervig, dass man das. Achso, nee, das Kind ist gestorben. Militärstörung. Kind ist gestorben, ist natürlich blöd, ne? So, hier rein. Der Herr. So. Baubericht. Haushalt erweitert sich. Eigenschaften erhalten. Minus öffentliche Ordnung. Das ist natürlich nervig, aber ja. So ein Late Game eigentlich ziemlich wurscht. Okay. Ja. Ja, die bleiben halt so. Hat sich schon wieder eine neue hat sich ja jetzt schon wieder eine neue Gruppierung gegründet oder ja gegründet und die haben gleich mal den besten genommen, ne? Tja. Wie alt ist sie? Die kann noch einen Mann bekommen. Er ist auch noch sehr jung. Sehr schön. Und sie ist auch jung. Sehr gut. So, das ist der Erbe. Verschwenderische Ehefrau. Ah, erfolgreicher Ehemann mit 30 auf Kinder. Das ist sehr, 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 sehr gut. Genau, hier wollten wir jetzt mal ein bisschen klar Schiff machen. Aber das spielen wir, oder? Weil der sagt, wir werden sehr viel verlieren. Das glaube ich aber eigentlich nicht. Das bezweifle ich ein bisschen tatsächlich. Die Verbündeten. Die sind also nicht. Die sind also nicht in der Garnison drin. Okay. Oder in der Stadt drin. So. Hier ist so ein Tor. Da ist ein Tor. Da ist ein Turm. Da müssen wir erobern. Dann wäre, glaube ich, am klügsten hier gleich anzugreifen. Klar, das kann man relativ easy verteidigen mit hier zu machen und da zu machen. Aber das sieht mir hier am besten aus. So. Vor allem mit einer coolen Ramme kann ich dann sehr viel Trouble machen. So.
Es nähert sich feindliche Unterstützung. Okay, andere Seite, das ist egal. Das ist ziemlich wurscht. So. Und hier hat er auch nichts aufgebaut, das ist sehr gut. Also kein Katapult und so. Schade, dass hier keine Katapulte stehen können. Wäre auch ziemlich cool. Naja, okay. So, hier rammen wir. Okay. Ja, können wir eigentlich hier ein bisschen vorspulen. So, dann hört mal auf zu schießen. So, ihr mal so, du mal so. Und dann macht euch mal bereit, durch das Tor zu gehen. Sieht immer so cool aus, wenn es dann zerbricht. Die Mauern sind durchbrochen. Oh. Da sind auch ziemlich viele von mir runtergefallen, ne? Hier, die da. Ja, da habe ich nicht aufgepasst. So, wohin? Helden Spartas. Geil. An sich könnte ich ja schon mal mich drauf und dran machen, den Hauptpunkt einzunehmen, ne? Ah ne, das ist gar nicht der Hauptpunkt, oder? Hm. Glaube ich tatsächlich nicht. Ah, hier kommt Kavallerie. Ja, doch, das sieht tatsächlich so aus. Sehr gut. Na komm. Du und du. Hier hin. Und die geht so hin. General nicht.
Hier, ihr beiden bleibt mal hier. Und ja, macht die mal platt. Sehr gut. Und ihr? Geschosse warten auf die Bogenschützen! Zu Befehl! Macht mal die da platt. Sorry. Eure Befehle? Unser General wird angegriffen! Durch wen? General! Schnelles Marschieren! Ah, ist schon fertig. Okay. Genau. Was macht ihr jetzt? Wir können mal hier. Weil ihr könnt hier mal das zuhalten. Oder schützen. Hier hin, das wird mega. Ja, komm, die dürfen sich auch bisschen wehren. Du machst das da und ihr macht das. Wollt ihr nicht schießen? Könnt ihr nicht schießen? Wir können die. Komisch. Spartanische Piken. Warte mal. Ist er jetzt gestorben? Nee, noch nicht. Unser Feind hat einen Siegpunkt verloren. Ja, doch, das ist ja tatsächlich der. Das ist tatsächlich der und ja, dann warten wir mal 2 Minuten, oder? Ich fände es tatsächlich komisch, dass die alle nicht schießen können. Beziehungsweise finde ich es komisch, dass die nicht automatisch wieder schießen. Als hätte ich es denen irgendwie verboten. Ja. Sperrkämpferinnen. Aha. Interesting. Jetzt sind die auch wieder normal, oder? Stop
Ja, komm, gehe ich mal vor. Aber ja, die sind jetzt eigentlich schon ready. Also in 40 Sekunden sind die dort. Mache ich mal ein bisschen schneller. Und nehmen dann Einheiten hat ihre gesamte den dann noch ein. Okay. Ja, Helden Spartas haben halt jetzt, also ja, okay, eine Einheit hat die getötet, aber also ein paar getötet, aber das war's dann noch. So. Wieder ein bisschen näher am Sieg ran. Genau, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich wollte noch kurz sagen, dass ich mit YouTube ein bisschen pausieren werde. Also ich werde die Let's Plays, die jetzt noch gerade laufen, also das heißt Expeditions Rome und hier dieses, die Sparta Challenge werde ich fertig machen. Expedition Rome wird noch sehr, sehr lange, glaube ich, da sein. Aber das kann ich einfacher vorproduzieren. Das Ding ist halt, dass ich einen neuen Job angefangen habe. Und jetzt dementsprechend um einiges weniger Zeit habe und da würde ich mich dann wirklich auf das Streamen, also auf Twitch fokussieren. Da seid ihr auch herzlich eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Genau, weil ja, erstens macht es mir momentan mehr Spaß tatsächlich und es gibt halt ein bisschen Geld. Und ich bin ja selbstständig und deswegen hier muss ich halt auch drauf schauen, dass ich irgendwie Geld reinbekomme. Ich glaube, das kann jeder verstehen. Genau. Und dementsprechend werde ich das hier ein bisschen, ja, ein bisschen eindämmen. Bisschen weniger verfolgen. Ihr habt sicher auch gemerkt, dass in den letzten Wochen, Monaten immer mal größere Pausen waren. Das war einfach, weil ich ja ziemlich überarbeitet war. Genau, aber dementsprechend glaube ich, dass es die bessere Version, also bessere Idee, dass ich halt dann ein bisschen weniger mache. Und dafür dann wirklich ja das auf jeden Fall dann konstant und dann nochmal überlege, was ich am liebsten eben mache. Genau, und an sich Streamen und YouTuber macht mega mega viel Spaß, aber ist halt sehr zeitaufwendig. Ich meine pro Video, was ich aufnehme, kommen halt noch das Doppelte bis Dreifache an Zeit dazu, bis das dann hochgeladen ist. So, also das ist halt, das unterschätzt man immer sehr, wenn man auch denkt, so ja, dass das sehr einfach ist. Wobei, also ich mache ja auch nicht viel an den Videos, also ich lasse es ja mehr oder weniger fast ungeschnitten, damit ihr halt auch alle Fehler und so weiter seht, die ich mache. Aber trotzdem, das ja, also die das sehr viel stärker machen, auch mit aufwendigen Videos schneiden, so diese 10 Minuten Videos, das ist dann noch sehr viel mehr Arbeit, als ich gerade reinstecke. Und dementsprechend, genau.
unterschätzt man das sehr leicht und deswegen werde ich das erstmal ein bisschen pausieren. Aber wie gesagt, diese Sparta-Challenge machen wir noch fertig. Und genau, Expeditions Rome. Ja, schaue ich mal, wie weit ich das mache. Weil, genau, wie ich halt mit der Arbeit dann zurechtkomme. Genau, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye.